Moinsen und herzlich willkommen zur 15. Folge von Let's Play Transport. Für diesmal ist es wirklich die 15. und nicht die 14. wie letztes Mal, wo ich es versehentlich unter dem Namen 15 abgespeichert habe. Wir sind wieder hier in einem Ort. Und jetzt bitte ich euch einmal, nehmt euch eine Sekunde Zeit und findet das, was sich geändert hat. Nein, ich meine nicht die starke Anspielung auf die katalanische Landesflagge hier drüben. Nein, das meinte ich nicht. Ich meinte auch nicht dieses komische Feld hier, war auch was sich verändert hat. Nein, ich meinte die Icons da. Oder auch da. Oder auch hier überall. Denn die haben sich verändert. Nanu, das schaut ja nur nicht mehr wie das Originaltransport aus, während sich die ersten denken. Richtig. Denn ich habe wieder in einem Anflug von größter Nostalgie bis auf YouTube rumgeschaut. Und mal guckt, wen habe ich denn früher so? Welche Transport für den Let's Player gibt es denn so? Und dann bin ich auf den guten Xanos gestoßen, welcher seit 2 Jahren leider kein YouTube mehr macht. Aber in den letzten 20 Folgen seiner Let's Play-Serie hatte er diese Icons verwendet. Und ich fand die eigentlich ganz nett. Hab mir so gedacht, ja, wenn der dann kann, ja, dann kann ich das auch. Ja, und so ist es. Ich kann's. Ihr seht's. Bitteschön. So geht's. Deswegen spielen wir jetzt mit ein bisschen anderen Icons. Das finde ich auch mal. Finde ich auch, was sieht ein bisschen schön aus. Es ist nicht mehr alles blau. Du kannst wirklich jetzt auf die Entfernung ÖPNV von den anderen Sachen unterscheiden. Und selbst in ÖPNV kann man unterscheiden, weil man sieht eindeutig, Straßen und Busse sind viel heller als LKWs. Ich weiß nicht, ob es in der Aufnahme so gut sieht. Nebenbei, ich entschuldige mich dafür für den Rand unten. Aber ich bin immer noch im herausgetappten Modus, den ich jetzt erst nicht mehr auskriege, aber ich will es gar nicht auskriegen, ne? Das bin ich so ganz zufrieden mit. Fakt ist, die ganzen Cargo-Sachen sind dunkler vom Ton, vom Farbton her. Sieht man auch hier bei dem. Depots sind quasi in Personenfarbe eingezeichnet. Und die anderen Sachen dann in der anderen Farbe. Da es nur ein einziges Texture für Schiffe gibt, egal ob Cargo oder nicht, sieht man halt auch, Schiffe haben eigentlich immer diese Personenfarbe, das hellere Blau. Ja, nicht ganz perfekt, aber ich finde, die Icons haben was. Schaut mal so ein bisschen erfrischend anders aus. Das muss es auch haben, finde ich. Gutes Spiel muss auch mal anders aussehen können. So, wir können jetzt mal gucken, was hier so Sache ist. Waldsassen. Aha. Starte so, so. Wir können natürlich jetzt hier irgendwelche Züge, Sachen, wie zum Beispiel, irgendwelche Linien anschließen, wie zum Beispiel Bad König nach Schneidenbach, aber dann müsst ihr den RE3, der sowieso schon an der Belastungsgrenze klebt, wie war, also der ist schon, da muss eigentlich mehr Zugmaterial drauf, ganz einfach. Da gibt es ja keine Ausrede, der ist nicht Belastungsgrenze, der ist über die Belastung schon längst hinweggebrochen. Den müssten wir dafür zwangsläufig erweitern. Da wir uns das nicht leisten können, machen wir es nicht. Ganz einfach. Das ist alles. Deswegen investieren wir lieber an irgendeiner anderen Stelle, wo wir, der RE1 zum Beispiel, der ist zwar jetzt überfüllt, aber da kann ich mit rechnen, dass das bald nicht mehr sein wird. Das heißt, wie gesagt, wie in der letzten Folge schon erwähnt, entweder fahren wir nach Stadtroda raus, dann wird den RE3 ja wieder sehr nahe kommen, oder wir fahren hinten nach Bad Schwalbach. Bad Schwalbach fände ich halt eine Idee, weil da könnte man später, werde ich wahrscheinlich vielleicht es einbauen. Also noch unsichererweise, wohlgemerkt. Aber es besteht die optionale Möglichkeit, dass ich hier einen Zug baue, der rechts quasi nochmal abzweigt und bis Böhlen fährt. Das heißt, Werle-Bad Schwalbach wird ein Zug und Renningen-Böhlen ein anderer. Der vielleicht auch später nach Hamminkeln weiterrollt und der wird auch noch weiter nach oben kommen. Ich würde vorerst einfach mal die Strecke nach Böhlen in Betrieb nehmen, um ehrlich zu sein. Oh. Böhlen wird auf jeden Fall dreigleisig, weil nach Hannover wird es, glaube ich, keine Verbindung kriegen und Strotzberg, Werne und da unten. Ja. Bahnhof. Da. Drei Gleise. Und jetzt müssen wir kurz gucken in Böhlen. Ist hier rechts in Ordnung? Wohngebiet ist links. Ist eigentlich nicht so gut. Wir müssen den Bahnhof eigentlich hier rechts hinbauen. Wo überall anders. Doch, wir können hier hinbauen. Dann bauen wir den Bahnhof hier hin. Weil dann alle. Ach, diese neuen Symbole sind doch etwas verwirrend noch, gebe ich zu. Aber mir gefallen sie, eindeutig. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von den neuen Symbolen haltet. Oder ob ihr allgemein die Idee gut findet, mal neue Symbole zu verwenden. Das wäre allein schon mal so eine allererste Verständnisfrage. Aber ich persönlich finde, das ist eine ganz nette Idee und deswegen werde ich es auch umsetzen. Vorausgesetzt, Hilfe, Schluck auf. Vorausgesetzt natürlich, ich kriege jetzt die größte Kritik. Dann lasse ich es dementsprechend noch wieder. Aber ich hoffe einfach mal, diese Kritik bleibt aus, weil ich ehrlicherweise keine Lust drauf habe, die Symbole, die mir so gut gefallen, wieder abmachen zu müssen. Würde ich aber, um einen Frieden quasi beizubehalten. Weil alles andere macht da keinen Sinn. So. Wir spielen auf jeden Fall trotzdem mal weiter und bauen erstmal die Strecke von Böhlen in den Süden. Haben wir mal links rüber. Ich würde sagen, wir bauen erstmal eingleisig vor und machen danach einfach auf Zweigleisigkeit. Fertig. Das kommt einfacher. So, jetzt hier rechts. Okay, wie wollen wir hier runter? Hier runter geht ja noch und dann müssen wir hier zwangsläufig eine Brücke fahren.
Also da müssen wir zwangsläufig auf eine Brücke kommen. Alles andere ist irgendwie recht sinnlos. So. Perfekt. Fahren wir lieber langsamer schnell. Wir müssen nicht die 120 km/h ausreizen. Das können unsere heutigen Züge eh noch nicht. So, jetzt überlege ich, ob das nicht schlauer wäre, hier einen Tunnel durchzubauen. So kurzen. Ich glaube, das könnte zu billiger. Oh. Ich glaube, es könnte zu billigeren Unterfangen werden. Weshalb wir das etwas abreißen und etwas modifizieren. Ja, das sollte auf Dauer eigentlich billiger sein. Ich will solche langen Steigungsmomente eigentlich vermeiden. Sehr gut, hier wird nur leicht abgesunken. Das ist gut, weil eine leichte Steigung logischerweise aber viel einfacher ist, die Züge zu handeln, als eine schwere. So, hier müssen wir ganz eindeutig eine Brücke bauen. Sollte jedem klar sein? Und ich sollte etwas anderes machen. Moment. Moment, Moment, Moment. Wohlgemerkt, wir können hier schon anfangen. Wir können hier schon anfangen. Alles klar, hier würden wir schon mal runtergehen, aber noch nicht genug offenkundig. Das heißt, ich versuche hier die Strecke ein bisschen aufzudröseln. Einfach so mit einer kleinen Absenkung hier schon runterfahren. Weil dann wären wir an dem Punkt schon auf so einem Minus. Was ja an sich nicht verkehrt ist. Dann können wir versuchen, hier recht schnell runterzurollen. Wie rollen wir? Wenn durch das linke, nee, durch das rechte, ich weiß noch nicht genau, das welches. Warte mal, da sind werden die Gleise, das heißt, wird kritisch. Das heißt, hier können wir abzweigen. Warte mal, wir bauen mal ganz kurz das Gleis hier. Hier, da können wir quasi abzweigen direkt. Das sollten wir auch tun, finde ich. Machen wir einfach so. Machen wir einfach so, das heißt, wir können auf das Feld zusteuern. This is the plan. Und den Rest können wir von hier wieder bauen. Weißt du, genau welches Feld wir abreißen müssen? Weil wir kommen ja gar nicht runter. Das geht hier kilometerweit nicht aus. Das geht sicher kilometerweit nicht aus. Schon krass irgendwie. Es geht halt überhaupt nicht runter, einfach. Krass. Krass, krass, krass. Das ist eine große Brücke hier, gebe ich zu. Und deswegen würde ich es auch vorerst eingleisig lassen, weil das wird mir sonst zu teuer, hier alles umzubauen. Gleis haben wir hier. Es ist hier halt schon echt eng gebaut alles, deswegen würde ich am liebsten schon mal die Strecke einfach so weiterbauen. Nicht, dass wir da später mit in Komplikationen kommen. So, wir können das schon mal aufrüsten. Und die Strecke bis da. So, perfekt. Nee, nicht ganz so perfekt. Gleise. Geht's nicht anders? Ja, dann ist es halt so. Mir sollte es auch wurscht sein. Hauptsache, das schaut noch irgendwas aus und das tut's. Ganz eindeutig. Also, wir brauchen einen neuen Zug, offenkundig. Von Werne nach Böhlen. Das wäre dann der RE4, wenn ich richtig liege. RE4. Das haben wir schon eine gelbe Linie, wir haben eine blaue Linie. Wir haben Orange, Blau und Gelb. Was fehlt, ist dunkelgrün. Das heißt, RE4 wird die Farbe dunkelgrün bekommen. Wird von Werne nach dort fahren, nach Böhlen. Und dementsprechend wieder zurück. Böhlen Hauptbahnhof, bitte. So, wir teilen mal kurz raus. Wie viel Uhr haben wir denn? Wir nehmen 9 Minuten auf. Das ist ja noch alles perfekt. So, jetzt brauchen wir ein paar Bushaltestellen. Wie werden die Busse fahren? Ich würde sagen, einer fährt so als Straßenbahn. Der andere fährt hier quasi so ein Ring. Ja, so ein Ringbus, der andere. Also so ein halber Ringbus. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Ganz einfach. Seid gespannt. Ich habe einen Plan, dass so viel kann ich verraten. So. Ich finde es interessant, dass wir schon wieder 4 Millionen haben, obwohl ich hier baue. Also obwohl ich hier teure Brücken gebaut habe, großenteils auch. Also das ist Wahnsinn. Das muss ich machen, ne? Genau. Ach, das ist jetzt die Straßenbahn. Okay, Straßenbahn-Symbol finde ich ein bisschen komisch. Warum ist das so durchgestrichen?
Keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Ahnung. Soll mir auch egal sein. Und der andere Bus, der wird hier quasi in einer kleineren Linie fahren. Oder wir machen zwei Busse, welche hier drehen jeweils. Nein, da bin ich noch nicht sicher. Auf jeden Fall will ich, dass hier Busse langfahren, die dann hier halten und dort drehen. Ebenfalls überlege ich halt auch, ob ich jetzt eine Linie draus mache. Oder zwei. Genau. Wir könnten quasi eine Linie machen, die so fährt. Also quasi so. Und dann da dreht. Oder machen zwei Linien, einmal so und einmal hinten rum. Ich glaube, wir machen die Zwei-Linien-Variante, also machen wir drei Stück. Das passt mir von den Farben sogar ganz gut her. Weil die zwei Busse haben ja eh eine recht ähnliche. Also, das ist ja eigentlich eine Linie, die quasi nur geteilt ist. Bühlentram 1. Jetzt kommen hier die zwei Busse. Böhlenbus 2 und Böhlenbus 3. Huch, wie schreibe ich denn Böhlenbus 2 und Böhlenbus 3. Böhlenbus 3. Der fährt quasi rechts rum. Fährt quasi den ersten Meter parallel zur Stramm und macht dann hier die Kurve. Ich finde schön, dass sich das auf der Ferne überlagert. Auf der rechten Seite überlagert sich halt perfekt zu so einer anderen Farbe. Finde ich ganz nett. Hier auch. Zu so einem helleren Blau. Weil da wurde ordentlich gepatcht, wie man sieht. So. Jetzt sieht man ein Liniennetz nochmal von der Stadt, von Böhlen. Das wird das Böhlener Liniennetz sein und auch bleiben. Für den Anfang logischerweise nur. Soll sich da groß was verändern, wird sich das Liniennetz natürlich mitverändern. Das ist aber logisch, nehme ich mal an. So. Straßenbahndepot kommt nicht direkt in die Innenstadt, sondern ein bisschen mehr in die Außengebiete. Einfach um in der Innenstadt später noch den Boom zu ermöglichen. Busdepot kommt ganz weit außen hin. So, Trams kaufen. Bildtram 1, gucken wir mal ganz kurz. Was haben wir jetzt hier für eine Rate? 9 Minuten, 4, irgendein hoher 100-Sekunden-Takt. 132. Ich glaube, es wird für den Anfang ganz gut, könnte man meinen. Jetzt kaufen wir ein paar Busse. Bühlenbus 2. Wohlgemerkt, wahrscheinlich will ich da drei Busse drauf haben. Das passt mir schon. Da kommen auch drei Busse auf den Bühlenbus 3. Damit haben wir das. Weil das ist jetzt nicht so die stark frequentierte Linie. Ja, die Station, die ist stark frequentiert, klar, aber die Linien an sich nicht. Nee, die nicht. Insofern würde ich sagen, so ist gut. Jetzt können wir quasi noch Zug kaufen. Wir haben eine starke Steigung hier drin. Müssen wir bedenken, dass wir brauchen die starke Lokomotive. 100 Pro. Waggons, 2. Ja, warte mal, 4, 5. Sind 5 Waggons in Ordnung? Warte mal, da fahren wir auch mit 5 Waggons, ne? Da fahren wir quasi dauerhaft eine starke Steigung. Hier fahren wir meistens immer nur eine leichte Steigung, deswegen hänge ich 6 Waggons ran. Du gehst auf den RE4. So, und wir machen uns kurz einmal schuldenlos. Ich meine, what the fuck? Wir bauen und sind danach schuldenfrei. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, das Wort. Schuldenfrei. Genial. Ich finde auch schön, dass man hier echt zwischen viele Züge fahren sieht. Ja, da fährt man noch ein bisschen zu leer, eindeutig. Macht auch noch Minus. Aber ich denke mal, das wird sich ordentlich ändern bald. Muss kurz husten. Man sieht auch die Rate des RE2 ist zwischen 50 hoch. Ich glaube, davor war es irgendwie bei 27 oder so. Allerdings sieht man auch, dass eindeutig mehr Züge benötigt werden würden. Das heißt, wir würden kurz einen neuen Zug kaufen. Denke, da hat niemand was gegen. 5 Waggons waren es. Auf den RE2. Natürlich, der muss jetzt erstmal seinen Weg lang finden. Und hier stehen gerade andere Züge drin. Aber hey, das ist dann halt so. Dann fährt RE4 hier ab. Jetzt ist dadurch Werne auch ein bisschen besser angeschlossen. Zu einer ganz neuen Stadt sogar. Nicht nur besserer Takt, sondern auch eine ganz neue Stadt ist jetzt im Angebot drin. Sodass alle Leute, die nach Böhlen wollen, für den Anfang jetzt auch über hier fahren. Ich denke mal, später werde ich in RE4 nach wirklich nach oben verlängern. Das ist quasi alles, was von oben kommt, mit dem RE4 fährt. Und alles, was von der Seite kommt, wird dann später mit dem Verlängern aller RE2 nach Böhlen kommen. Alles, was nun da kommt und nach Bad Schwalbach will, entweder werde ich hier später an der City-Linie einrichten oder die fahren bis Böhlen steigen um. Wieso habe ich gerade so komisches Übersteuern? Keine Ahnung, kann ich mir gerade keinen Reim drauf bilden. Soll aber auch egal sein. Züge rollen, das ist wichtiger. So, Kredit zurückgezahlt, wir können ja ein bisschen mit dem Land Dings tun lang. Oh, ich höre, dass der Zug bremst, das ist nicht so gut.
Das ist nicht so gut, weil jetzt der Zug durchfährt, genau. Dadurch gerät der Taxi ein bisschen außer Plan, aber hey, ist halt so. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Also, vielleicht schon, aber nein. Tue ich jetzt einfach nicht. Es kann nicht sein, dass der Zug schon wieder hinter einem anderen RE1 festhängt. Ich glaube, das ist fahrplanbedingt einfach so. Dass dann die Züge genauso in Fahrplan fahren, wie sie fahren, immer genau hinter den RE1 festhängen. Da der nächste, der hängt auch wieder fest. Gibt's ja gar nicht. Und der hängt auch fest. Andererseits, der ist auch ein bisschen weit vorne, muss man dazu sagen. Die sind ein bisschen schlecht getaktet in dem Fall. Der dürfte wahrscheinlich deswegen auch sehr leer sein. Naja, es geht, eigentlich. Dafür, dass der andere Zug so knapp vor ihm fuhr. Dafür ist es eigentlich voll in Ordnung. So, was ich jetzt in dem Fall gleich machen würde, ist den RE4 verlängern. Nämlich nach Bad Schwalbach. Und wie bauen wir es in Bad Schwalbach auf, ist die Frage. Entweder wird kalkulieren ein, dass Bad Schwalbach ein großes Zentrum wird. Dann würde ich gleich einen zweigleisigen Bahnhof bauen. Der zweigleisig bis Böhlen, nee, da geht nicht, da fehlt schon die Infrastruktur für. Obwohl, nee, das würde noch gehen. Also entweder bauen wir das Ganze zweigleisig bis Böhlen, was ich aber nicht... Wait. Macht das hier doch keinen ganzen Sinn. Das kommt auch kurz wieder weggeschwind. Entweder bauen wir das Ganze zweigleisig nach Böhlen, was keinen Sinn macht, weshalb wir in Bad Schwalbach oben auch nur einen eingleisigen Bahnhof brauchen. Da das aber nicht so schön aussieht, finde ich, machen wir trotzdem einen zweigleisigen Köpfbahnhof hin. Sieht natürlich einfach besser aus. Und auch in einem Spiel wie Transporter, ein bisschen muss man doch auf Aussehen der ganzen Zuganlagen achten. Ist aber noch eine Let's Play-Serie. Ich finde, da dürfen Sachen schon so ein bisschen innovativ aussehen. Verbietet keiner. Oder sollte zumindest nicht. So, hier in Bad Schwalbach bauen wir mal ein bisschen anderes Terminal. Ein bisschen andere Wendeanlage hin. Nämlich. So eine. Das ist die Wendeanlage in Bad Schwalbach quasi. Und von dort werden einmal da lang und am besten einmal so irgendwie, ja, also ich würde sagen, warte mal, ich würde Folgendes vorschlagen. Ein Bus kommt von hier, hält dort und genau dahinter der Kreuzung, fährt dann über die untere Straße hier, hier lang, hält er, wenn geht, es geht perfekto und dann wendet, genau, fährt hier lang und wendet dort. Das ist der Plan. So, das soll die erste Linie sein. Die zweite Linie fährt quasi so. Also, ich weiß nicht, soll die da beginnen am Bahnhof? Eigentlich schon, ne? Wäre zumindest nicht so dumm. Fährt also hier lang. Und würde auch da wenden. Hält also nochmal da. Und jetzt überlege ich, ob ich noch eine dritte Linie baue. Welche quasi von hier hinten kommt. Und irgendwie so am Bahnhof vorbeifährt. Und dann hier durch. Ich glaube, das wird sich nicht lohnen. Um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, das lohnt sich nicht. Deswegen lassen wir das ganz einfach. Das ist vorerst in Bad Schwalbach das Netz. Also ich würde schon so eine Linie bauen, die lang hier so fährt und hier. Nee, das wird hier zu stark parallel zu dem Bus sein. Nee, das lassen wir. Bad Schwalbach. Kriegt zwei Linien. Na, das sind jetzt Farben, die sich ganz gut nicht zueinander passen. Nehmen wir mal dunkelgrün, aber heute sind so viele. Ich habe heute so viele Fahrzeuge dunkelgrün gemacht, nehmen wir hellgelb. Ich weiß, hell und hell, aber ist halt so jetzt. So. Der erste Bus fährt hier rum. Bad Schwalbach Bus 1. 2. Bach Bus 2. Das Bus kann man auch groß schreiben am besten. Und das andere wird Bad Schwalbach Bus 1. Bad Schwalbach Bus 1. Ach Gott, nochmal. Ohne Schreibfehler kann ich nicht. Schwalbach. Aber ich will nicht zwei helle Farben, deshalb wird das hell einfach mal eine Oktave tiefer machen. Beziehungsweise dunkler. Tiefer ist echt kein guter Ausdruck für Farben. Jetzt habe ich eine Burgstraße übersprungen, hupala. Das war natürlich nicht so geplant. So, das ist auch nicht die Mühlstraße, sondern der Bahnhof. So, damit ergibt sich dieses Liniennetz für Bad Schwalbach. Ich glaube, das ist in Ordnung. Damit könnte die Stadt eigentlich leben. Gucken wir ganz kurz. Industriegebiet, Wohngebiet. Das ist so ein bisschen Industriegebiet, Gewerbe. Also es ist jetzt, nichts ist tramwürdig. Wichtig zu bemerken. Und ja, insofern würde ich sagen, einfach zwei Busdepots hinpacken. Ganz einfach zwei Busdepots. Straßenfahrzeuge kaufen. Nehmen wir auch mal drei für den Zweier. Okay, das ist eine recht hohe Rate. Aber ich glaube, zwei sind zu wenig, deswegen... Und 4 für den 1.
Ja, das sollte sich eigentlich ausgleichen. So, dann müssen wir nur noch. Wir nehmen mal das rechte Gleis für die Strecke nach da vorne. Ihr wisst schon, was ich meine. Böhlen heißt die Stadt, genau. Erstmal müssen wir hier irgendwie rüber. Ist schon mal Challenge 1. Und dann können wir uns quasi immer so bis an den Ecken entlang hangeln. Zack. Zack, hier lang. Dann wir schlussendlich auf diese Seite. Und ein bisschen nach rechts nochmal. Wenn wir den Bahnhof zufahren. Und schlussendlich nach links hier einbiegen können. Zack. Gleiches gilt da. Wir fahren quasi raus. Ein bisschen zweigleisig müssen wir fahren. Müssen wir einfach runter hier Zugkreuzungen stattfinden werden. Fahren wir bis hier vorne zweigleisig. Okay. Funktioniert ja genial. Da kommt auf jeden Fall ein Signal hin. Und die Strecke würde ich ganz gerne zweigleisig haben. Da war was, ne? Und nochmal Signale hier hin. Und die Richtung baue ich ein bisschen zweigleisig aus. Ein paar Meter einfach nur. Ist nicht besonders weit, aber bis zum Tunnel würde ich sagen. Zack. So. Das hätten wir. Dann können wir jetzt den RE4 verlängern. Nach Böhlen gleich noch nach Bad Schwalbach fährt. Ist ja jetzt schon auf Maximallänge. Also vorerst halt, bis wir ihn in die andere Richtung verlängern. So, im Bahnhof, da nimmst du Bahnhof. Also eigentlich BF, oder? BHF, oder wie Bahnhof abgekürzt? Warte mal. BHF, ja. Bahnhof. Komische Angewohnheit, dass man immer das F hinten dran setzt. Hauptbahnhof. HB. Vielleicht aber nach den Wörtern, die man ausspricht, oder beziehungsweise die man betont, weil man sagt ja Bahnhof. Ach guck mal, der fährt gerade zurück. Da können wir jetzt hier oben Depot bauen und den nächsten Zug raufpacken. Sollte sich das taktmäßig ganz gut ausgleichen, denke ich mal. Was sagt denn die Jahreszeit? So, okay, 74. Interesting. Sehr gut. Haben wir noch irgendwie... Alter, schon wieder 7 Millionen, das gibt's ja gar nicht. Wir schwimmen in Geld hier, das ist... Schön, schön, ehrlich. Da kommt der R1 und wo kommt der dazugehörige Güterzug? Gar nicht. Ach so, der hängt nach dem nächsten R1 fest, oder? Nein, auch nicht. Nanu. Was ist denn hier falsch? Sind alle drei Güterzüge gerade auf dem Rückweg? Ja, sind sie. Skandal. Ganz schlecht getaktet. Wie viel passen da rein? 56, wie viel warten da? Okay. Immerhin, jetzt kommen alle drei Güterzüge an. Das ist ja mal eine positive Sache. Das heißt, wieder ordentlich abtransportiert. Das ist gut. Gut, wichtig und toll. Alles klar. Hier steht sich die Tür ein bisschen im Bein im Bauch. Ja, das wird schon. Da wird ein bisschen der Takt auch. Da werden die auch ein bisschen auseinander gefächert. Das ist schon ganz sinnvoll so. Immerhin fährt der Zug hier voll. Das ist gut. Ja, dass die Züge hier auch alle voll fahren. Hier überall was wartet. Auf beide Linien wohlgemerkt gleich viel. Produktion boomt. Sehr schön. Das wird auch vollgeladen, weil auch nach Stadtroda ein bisschen Brot will. Und wir kommen da quasi direkt den nächsten Getreide wieder an. Das ist doch schön. Gleich den nächsten 48. Und wir kriegen die Preuß im Jahre 75. Alles klar. Auf die Website ist auch kein Verlass. Stand ja auch, die wird sich nach realistischen Zahlen richten. Da stehen auch komplett falsche Werte drauf, teilweise. Ja, ich habe der Webseite wenigstens da. Hofheim, oh. Hofheim wird alt und Holzgerlingen wird alt. Und Göttingen auch. Ach du Scheiße. Der Rhein ist auch niemand Neueste vom Neuesten. Alles klar. Also gucken wir zuerst uns die ganze Geschichte in Hofheim an. Braucht das irgendwie was Neues? Mal gucken. Ein bisschen an die Seite schieben. Ich würde sagen, ÖPNV und Hofheim ist noch soweit so aktuell. Das bisschen hier rechts lohnt, glaube ich, kaum anzuschließen. Das werden wir irgendwie einfach nur eine Erneuerung reinhauen. Einfach nur mal auf diese Sachen da updaten. Und fertig. Das soll in Hofheim schon reichen. Ebenfalls haben wir überlegt, wie viel? Ich habe vergessen, wie viel das kostet, aber das kostet eine ganze Menge Geld, den RE1 quasi abzugraden. Das
können wir uns auch schon mal leisten inzwischen, beinahe. Oh, Folge ist schon vorbei. Nanu, da habe ich wohl zu viel aufgenommen. Huch! Oh Gott, ich kann auch keine Zeiten abschätzen, das ist ja unglaublich. Was ich auf jeden Fall machen würde, ist nochmal ganz kurz hier die ganze Tram aktualisieren. Zack, 60.000. Nummer 2 oben drauf. Weil die wird es ja gebrauchen in Holzgerlingen. Warte noch, ich mache noch kurz einmal kurz Fahrzeuge durchersetzen. Hofheim ist alt, Göttingen, Holzgerlingen, Bus 2 muss ersetzt werden. Ersetzen wir schnell. Zack. War das noch alt? Göttingen, Göttingen. Der erste Kram in Göttingen, logischerweise, sind ja zeitgleich eröffnet worden. Dann kommt Waldsassen. Aber Waldsassen ist schon ein paar Jahre hin noch. Also ist die ganze, oh Gott, Göttingen. Göttingen braucht auf jeden Fall ein Update im ÖPNV und damit würde ich sagen, ist die Folge vorbei. In der nächsten Folge kümmern wir uns um Göttingen. Jetzt kann ich als 15. Folge speichern, weil jetzt ist es die 15. Alles klar. Göttingen muss ich reparieren irgendwie. Da weiß ich noch nicht genau wie, aber das wird schon irgendwie. Ich weiß wiederum nicht gerade sehr viel. Und danach muss ich wieder Let's Show aufnehmen. Das hat auch irgendwann die Tage kommt. Beziehungsweise die zweite Folge Let's Show wird wahrscheinlich schon nächst online sein, wenn ihr das hier seht. Aber egal. Das war's mit der Folge mit 8. Du Scheiße, 8,88. Schnapszahl. Wer gibt einen aus? Niemand? Okay, schade. Starten wir in ein zinsloses Jahr. Wir haben es geschafft. Bis zur nächsten Folge. Habt noch eine wunderschöne gute Zeit. Tschaußen.